Bin ja sehr gespannt, wie der Strand hier aussieht. Ich war noch nie in meinem Leben hier. Aber irgendwann ist immer das erste Mal. Bin also sehr gespannt. Naja, Wasser haben wir ja schon mal. Also ganz anders als an der Nordsee. Und da hinten haben wir schon Travemünde und ein riesiges Kreuzfahrtschiff, 10-stöckig zu sehen. Also, gut klagen kann man nicht. Es ist übrigens ein FKK-Strand. Es wird aber natürlich jetzt Anfang Oktober wohl niemand hier geben, der FKK macht. Und wow, was mich hier erwartet, ist ein kristallklares Wasser. Also wer hier noch über die Ostsee schimpfen möchte, in der Nähe von einer solchen Großstadt wie Rostock, der würde der Ostsee wirklich Unrecht tun. So, und hinten am Horizont Travemünde und ein riesen Dampfer. Von 10 Etagen. Auf dem Weg hierher hat es ordentlich geregnet und jetzt scheint die Sonne, als ob die Natur es wüsste, dass ich gleich einen Strandspaziergang machen möchte. Also wieder ein Geschenk des Himmels. Ja, da läuft wohl eine Fähre aus Skandinavien ein. So, jetzt kann man erkennen, dass es sich hierbei um eine der AIDAs handelt. Ich weiß aber noch nicht um welche. Leider bewölkt es sich wieder. Gerade war das Segelschiff da so wunderschön in der Sonne. Jetzt leider nicht mehr, aber der Strand ist schon traumhaft schön hier, also dafür, dass er so nah an eine Großstadt ist, besser geht's nicht. Man muss wohl von Rostock dann eben entweder einen riesen Bogen fahren oder mit der Fähre übersetzen. So wollte ich das haben, jetzt ist da noch ein bisschen Sonne bei dem Segelboot, wunderschön. So, jetzt ist der Strandspaziergang auch beendet.